Ja, da gibt es nämlich noch einen anderen Mann. Und auch der hat was erfunden dafür bzw. gegen das Aussperren. Ich heiße Erwin Hagen und habe etwas erfunden, was jeder brauchen kann. Entstanden ist die Erfindung durch ein Missgeschick, das wahrscheinlich jedem schon einmal passiert ist. So oder so ähnlich. Zu dem Zeitpunkt war meine Frau im Urlaub und kein Nachbar zu Hause. Mit dem Pullover zum Schlüsseldienst und das war sehr teuer. Das soll dem Rentner nie wieder passieren. Der beginnt zu tüfteln. Sein erlernter Beruf kommt ihm dabei zugute. Von Beruf bin ich Werkzeugmacher und Maschinenbaumeister und habe das Know-how, meine Idee umzusetzen. Mir war wichtig, dass eine einfache Lösung gefunden wird, damit jeder selbst und in wenigen Minuten diesen Aussperrschutz selbst anbringen kann. Nach einem Jahr ist der Aussperrschutz fertig entwickelt. Der 75-Jährige ist mit seiner Erfindung zufrieden. Mit dem Aussperrschutz kann man den Schlüssel im Haus nicht vergessen. Denn man muss ihn von außen in das Schloss stecken und dann kann man die Türe zuziehen. Von innen geht die Türe ganz normal mit der Klinke auf und zu. Und schnell ist klar, dass das kleine Teil noch viel mehr kann. Einbrecher, die mit der Plastikkarte die Türfalle zurückdrücken wollen und somit sich Zutritt zum Haus verschaffen, haben gegen den Aussperrschutz keine Chance. Also, lieber Einbrecher, legt euch lieber mal nicht mit dem Hagen an. Hier ist Erwin Hagen. Guten Abend, liebes Publikum. Guten Abend, liebe Jury. Ich bin heute hier, um einen Aussperrschutz und Einbruchssicherung vorzustellen. Ist von Ihnen schon jemand einmal passiert, dass er sich ausgesperrt hat? Ja, mir auch. Sie mal ganz viele. Das kam mir ganz schön teuer. Es hat mich veranlasst, darüber nachzudenken, eine Lösung zu finden, damit Türen nicht mehr ungewollt zufallen können. Das ist die Lösung. Sie passt auf jede Türe. Der mitgelieferte Kleber wird auf das Bauteil aufgetragen und dann auf die Türfalle angeklebt. Das ist alles. Der Aussperrschutz ist an der Türe befestigt. Und jetzt kann kommen, was will. Die Türe kann nicht mehr ungewollt zufallen. Sie können die Türe natürlich wie gewohnt schließen und öffnen. Wenn Sie jedoch das Haus verlassen wollen, dann benötigen Sie zum Schließen der Türe von außen den Schlüssel. Und damit können Sie den Schlüssel nie vergessen. Das leuchtet ein. Damit erhöhen Sie auch Ihre Einbruchssicherheit, denn der Trick, der wohlbekannte Trick, das Öffnen der Tür mit der Kreditkarte, der geht nicht mehr. Denn bei der Entwicklung des Aussperrschutzes wurden die Empfehlungen der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen berücksichtigt. Darum ließen sich mit Hilfe dieses Aussperrschutzes vermutlich mehr als 30% der Wohnungseinbrüche verhindern. Danke. Vielen Dank, Erwin Hagen. Ich weiß, Sie hatten auch noch was für die Jury, ne? Ja. Ein kleines Geschenk, oder? Ich helfe Ihnen da mal. So. Das ist lieb. Bitteschön. Dankeschön. So, dann bekommt ihr nämlich alle. Aber wir kriegen so einen Aussperrschutz. Super. Ich bekomme auch eins. Oh mein Gott, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Abend. Und die Verpackung wollte ich mit, wenn ich einen Betriebspartner finde, dann erst gestalten.
die Erwin, Verpackung. Vielen Dank, das ist das wirklich cool, weil ich habe mir gerade gedacht, hey, ich brauche das für zu Hause, weil ich das nämlich immer habe. Ich stehe mal draußen und will den Müllsack vor meine Tür machen und dann habe ich schon immer Angst, dass die Tür hinter mir zufällt, weil ich den Schlüssel nie nach draußen mache. Das kann mir ja dank dir jetzt nicht mehr passieren. Nein. Apropos und passieren und Lena, willst du das mal mit der Tür testen vielleicht? Du meinst, wenn da jetzt ein, du meinst, falls da jetzt ein ganz großer Windstoß kommt? Ja, und die Tür das kann so oft passieren. Ja. Ist okay, aber ich habe aus Versehen das jetzt kaputt gemacht. Oh. Scheiße. Aber ganz gut. Jetzt kommen wir jetzt auch nicht mehr testen, oder? Jetzt nicht. Sie macht mich fertig. Blöd. Aber gucken Sie mal. Das Ding, um das es geht, ist noch ganz. Und das ist ja wohl das Entscheidende. Aber bei beiden Produkten. Ja, ja. Beide Produkte haben den Hartetest bestanden. Aber du solltest weniger trainieren. Auf jeden Fall. Aber auch da, es ist natürlich gut für das Produkt, ja, ne, weil es zeigt, es funktioniert. Weil man darf es nicht eilig haben und die Tür zu knallen. Das weiß man dann aber ab jetzt, wenn man das Ding angebracht hat, immer Tür zu ziehen und dann geht es auch nicht mehr. Ja, vielleicht sollte der Sender mal eine gescheite Tür mit zur Verfügung stellen. Ja, gut. Ja, ich gebe zu, ich habe nicht die besten Türen hier heute eingebaut. Okay, ist mein Fehler. Aber die Erfindung funktioniert sehr gut. Danke. Habt ihr noch Fragen an Erwin Hart? Frage, wie teuer ist denn die? 99. Super. Also 9,90 Euro. 9,90 Euro. Ja. Das ist doch der gleiche Preis wie beim Kollegen. Ja. Das ist wahrscheinlich eine bessere Marge als bei jedem Sportwagen. Ja. Das hat er doch gut gemacht. Nein, ist total gut. Super. Aber einfach das stelle ich ja gar nicht in Frage. Ich sage nur, in dem Moment denke ich mir, also für das kleine Ding 10 Euro. Du meinst, weil das so aussieht wie ein kleines Lego-Teil? Das sieht aus wie ein Teil, was halt wahrscheinlich... Man könnte wahrscheinlich am Packaging, an der Verpackung und an der Marke noch ein bisschen was tun. Ich hab's gesagt. Mit Joko als Werbegesicht, dann verkaufen sie es gleich für 40 Euro. Dann ist das natürlich was ganz anderes. Die Verpackung. Aber ist auch nur fair. Ja, und man die kann Verpackung schon sagen, würde ich erst mit meinem Vertriebspartner, wenn ich einen finde, dann machen. Ja. Ich glaube, alles gut. Das ist am vernünftigsten. Sie sind auf jeden Fall ein pfiffiger Geschäftsmann. Okay.